Schönen guten Tag, ich möchte heute zu folgenden Themen reden. Zum ersten die Rückschau auf die PV-Sitzung an diesem Wochenende, also unser Parteivorstand hat getagt. Zum zweiten zum Thema Steuerflucht, drittens zum Schweizer Votum für Einwanderungsbeschränkungen, viertens zu dem Streit innerhalb der Koalition um die Energiewende, fünftens um die Vorschläge eines Bundeswehrmandates nach Somalia und sechstens Solidarität mit der russischen Queerbewegung. Und weil schon einige gefragt haben, ich muss Sie enttäuschen, das Plakat dort hängt nicht, weil ich vorhabe zu singen dann, sondern das gilt dann lediglich als Bildmotiv. Zur Parteivorstandssitzung. Wir hatten eine konstruktive Arbeitssitzung, auf der wir über 400 Änderungsanträge behandelt haben zu unserem Europawahlprogramm und waren trotzdem eine Stunde eher als geplant fertig und konnten in den Feierabend gehen. Ich würde auch sagen, da waren auch sehr viele bemerkenswerte fachpolitische Anträge dabei. Also das Programm hat nochmal gewonnen. Aber mir ist schon bewusst, dass das öffentliche Interesse sich vor allen Dingen um den umstrittenen Passus auf den umstrittenen Passus richtet. Und auch da kann ich Ihnen verkünden, ist uns ein wichtiger Schritt gelungen. Mit einer breiten Mehrheit, also bei nur einer Gegenstimme und 5 Enthaltungen, hat der Parteivorstand diesen umstrittenen Passus jetzt gestrichen. Das war auch ein Kernanliegen von Bernd Rixinger und mir. Wir fanden es wichtig, dass diese Passage gestrichen wird, auch damit wir überhaupt wieder Raum eröffnen können für eine wirklich notwendige europapolitische Debatte. Und wir sagen ganz klar Ja zu Europa als politischen Gestaltungsraum. Und verbinden das aber mit einer Kritik der EU-Institutionen. Und ich will das jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen, das, denke ich, ist auch nochmal unterstrichen worden durch die Entscheidung des Parteivorstandes an diesem Wochenende. Im Mai treten wir an als Europäische Linke, eben weil wir Europa sozialer, demokratischer und friedlicher machen wollen. Mein Eindruck ist, dass die Linke zu Europa eine Debatte führt, die eigentlich die ganze Gesellschaft führt oder führen sollte. Also, weil wir stellen uns den Fragen, wie kann man aus einem Europa, was immer noch von vielen Leuten eher als eine bürokratische Bedrohung wahrgenommen wird, als eine Bedrohung für ihre Einkommen, ein Europa der Menschen machen? Wie kann man dafür sorgen, dass Europa nicht vor allen Dingen als Europa des Fiskalpakts wahrgenommen wird, sondern als ein Europa mit einem Sozialpakt? Nach der Streichung des umstrittenen Passus haben wir jetzt noch 2 grundlegende Änderungsanträge zur Präambel. Einer ist unter der Federführung von Gabi Zimmer und Thomas Händel entstanden und wird von 150 Leuten unterstützt. Ein weiterer kommt aus Hessen, hat auch viele Unterstützer. Und in der Runde der Landesvorsitzenden Ost wie West, wir hatten beide gemeinsam eingeladen, gab es ein klares Votum, nämlich die Einschätzung, es muss doch möglich sein, beide zusammenzuführen. Das ist auch gewollt. Man muss sagen, klar haben die beiden grundlegenden Änderungsanträge jeweils eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Der eine setzt mehr auf die Kritik von Merkels Europapolitik, das ist der hessische. Der Antrag von Gabi Zimmer und weiteren 150 setzt eher auf unsere Rolle als Gestaltungskraft innerhalb von Europa. Aber beide Anträge haben keine grundlegende Differenz. Und vor diesem Hintergrund bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingt, das noch zusammenzuführen. Wie auch immer, glaube ich, gibt es jetzt im jeweils Textgrundlagen, die aus meiner Sicht und aus der Sicht von Bernd Rixinger tragbar und gut sind und mit der wir gut aufgestellt sind für den Europawahlkampf. Ich finde, dass wir in den letzten 2 Jahren wirklich einen Entwicklungssprung gemacht haben, dass erkennt man auch in der Art und Weise, wie diskutiert wird, der Gelassenheit, aber auch das Niveau, auf dem wir unsere europapolitischen Debatten führen. Und ich will natürlich auch darlegen, wo wir als Vorsitzende in dieser Diskussion, in dieser Debatte stehen. Natürlich, wie kann es anders sein, in der Mitte der Partei. Und das heißt für uns erstens, ganz klar stehen wir zu der Überzeugung, dass die Idee einer europäischen Einigung zutiefst verbunden ist mit der Geschichte des Antifaschismus, mit der linken Geschichte und deswegen auch eine zutiefst linke Idee ist. Zum Zweiten sagen wir, was ist, und dazu gehört eben auch, die Institutionen der EU zu kritisieren, wenn sie Profite vor Menscheninteressen stellen, wenn sie undemokratisch sind, wenn sie auf Aufrüstung orientieren. Und drittens legen wir Wert darauf, unsere Reformvorschläge für ein sozialeres Europa in den Mittelpunkt zu stellen. Ich meine, die Europäische Linke hat gute Chancen, zu den Europawahlen als drittstärkste Kraft ins Europaparlament einzuziehen. Und wir können davon ausgehen, dass auch im Europaparlament die Konservativen und die Sozialdemokraten gemeinsame Sache machen werden. Wir werden als Europäische Linke
in Brüssel eine starke soziale Stimme für eine soziale Opposition sein. Insofern würde ich sagen, auch in Brüssel und in Straßburg kommt es auf uns an als soziale Opposition. Soweit zum Parteivorstand. Zu der Debatte um die Steuerflucht. Wir haben ja nun anhand von prominenten Einzelfällen eine große Debatte zu dem Thema Steuertourismus, Steuerflucht. Uns ist daran gelegen, dass wir nicht nur über die Einzelfälle reden, sondern darüber diskutieren, wie kann man das strukturell lösen. Und wir meinen, es müssen jetzt auch die Netzwerke von Fluchthelfern, die es gibt, stärker in den Fokus geraten. Dazu gehören auch die Banken. Und auch vor diesem Hintergrund hat der geschäftsführende Parteivorstand ein Sofortprogramm zur Bekämpfung von Steuertourismus am Freitag verabschiedet. Um nur drei Maßnahmen zu nennen, wir meinen, Banken müssen stärker kooperieren. Dazu gehört, dass Banken, die dreimal der Beihilfe zur Steuerflucht entlarvt werden, ihre Banklizenz verlieren sollen. Zum Zweiten gehört für uns, dass für Banken muss eine Pflicht geben zur Kooperation bei Verfolgung von Steuerflucht, Stichwort Datenaustausch. Also das ist eine Regel, die es bereits in den USA gibt. Hier wollen wir uns mal an dem Vorbild USA orientieren und fordern deswegen von den Banken eine Kooperation und Information. Und drittens schlagen wir vor, dass es eine Strafsteuer von 50% geben soll, wenn es Zahlungen an dubiose Adressen in Steueroasen stattfinden. Soweit drei Maßnahmen von einem größeren Maßnahmenpaket, zu dem wir uns verständigt haben. Wie gesagt, uns geht es darum, dass wir nicht nur mit Empörung auf Einzelbeispiele reagieren, sondern dass man vielmehr die Fragen nach den Ursachen stellt, wie man verhindern kann, dass jährlich große Beträge an den öffentlichen Kassen vorbei mit Steuertourismus vorbeigemogelt werden. Zum Schweizer Votum für Einreise- oder Einwanderungsbeschränkungen. Direkte Demokratie kann wehtun. Das haben wir auch an diesem Wochenende wieder mal gezeigt bekommen. Ich glaube, dass das Schweizer Votum ein schwerer Fehler ist. Denn das, was Europa jetzt als letztes braucht, sind neue Mauern. Und jetzt muss es natürlich Verhandlungen geben zwischen der EU und der Schweiz. Und die Frage ist schon, wie das umgesetzt wird, dieses Votum innerhalb der Schweiz. Weil ich sage mal so, wer die Grenzen dicht macht für Menschen, der kann nicht erwarten, dass Waren, Dienstleistungen und Geld gleichermaßen weiterhin ungehindert fließen. Also auch die Schweiz kann kein Interesse daran haben, dass jetzt dicht gemacht wird. Wir meinen, hier muss es jetzt Verhandlungen geben. Auch die Schweiz kann kein Interesse an einer Abschottung haben. Zu den koalitionsinternen Debatten um die Energiewende. Die ist ja an diesem Wochenende noch mal so richtig schön aufgebrochen. Das erinnert so an das Chaos der letzten Monate innerhalb der schwarz-gelben Regierung. Also ein CSU-Chef wirft einem CDUler im Geschwätz vor. Die SPD wirft der CDU unverantwortliche Politik zu. Also das geht schon richtig zur Sache. Dann fallen Begriffe wie Raserei. Also man ist nicht mehr weit davon entfernt, sich gegenseitig als Gurkentruppe oder Wildsau zu bezeichnen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt wird innerhalb der Großen Koalition. Aber zum politischen Kern der Debatte ist Folgendes zu sagen. Gabriel hat ein Konzept vorgelegt, was die Energiewende ausbremsen möchte. Und Seehofer möchte noch deutlich mehr ausbremsen. Also man kann auch sagen, Gabriel liegt falsch und Seehofer legt noch eins drauf. Also es gibt unserer Meinung nach ein ganz anderes Problem. Die Energiewende muss auf 100% die Perspektive haben zu 100% erneuerbaren Energien. Und sie muss sich aber der Frage stellen, wie sie bezahlbar wird für Menschen mit niedrigem und geringem Einkommen. Und deswegen sagen wir, die zentrale Herausforderung im Bereich der Energiewende besteht darin, dass es eine Energiewende mit Sozialsiegel wird. Dazu haben wir als Linke Maßnahmen vorgelegt. Weder SPD noch CSU noch CDU haben dieses wichtige Problem im Blick. Zur Debatte um den Bundeswehr oder ein Bundeswehrmandat für Somalia. Also ich möchte einfach noch mal unterstreichen, dass wir in dieser Frage auch eine strikt ablehnende Haltung haben. Ich glaube, das, was jetzt passiert, ist so eine Fortsetzung dessen, was Gabriel angestoßen hat, also eine zunehmende Militarisierung. Und wenn jetzt der Eindruck vermittelt wird, dass es in Mogadischu ein sicheres Umfeld gibt, so wird sowohl die Öffentlichkeit wie die Soldatinnen und Soldaten getäuscht. Deswegen sagen wir, deutsche Soldaten nach Somalia zu schicken, ist so nutzlos wie gefährlich. Wir werden deswegen zu diesem Einsatz Nein sagen. Und
Aus aktuellem Anlass möchte ich abschließend noch was zur Situation der Queerbewegung in Russland sagen. Die Eröffnung der Olympia in Sotschi hat ja wieder eine gewisse Öffentlichkeit für diese Probleme gebracht. Es ist bekannt, dass Homo- und Transfeindlichkeit in Russland auf der Tagesordnung stehen, dass die behördliche Praxis stark geprägt ist von Homo- und Transfeindlichkeit. Und vor diesem Hintergrund will ich noch mal ganz klar sagen, es ist auch am Wochenende im Parteivorstand so diskutiert worden, unsere Solidarität gilt der Queerbewegung, die in Russland auf diese notwendigen Probleme hinweist. Ja, soweit von meiner Seite. Herzlichen Dank.